Moin Leute, willkommen zur ersten Folge von Mr. Prepper. Wie ich schon in der letzten Folge angekündigt habe, habe ich mir Mr. Prepper gekauft und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Warum hier Fortsetzen steht, ich hatte schon mal ein wenig reingeschaut, zu gucken, dass alles funktioniert und damit ich auch schon mal ein bisschen die Steuerung weiß, aber ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. So, die Musik, die gefällt mir schon mal. Und gleich werde ich leise sein. Weil dann ein Video kommt. Ich habe es selbst noch nicht gesehen. Dementsprechend wird das auch mich Premiere sein. Aber naja, wenn es jetzt nicht lädt, dann. Okay, hat sich erledigt. Ich möchte das Tutorial spielen. Ever since the plague and the change of the government, this town has been unbearable. Lifeless, filled only with boredom, propaganda, and control. I've tried to escape, and I've failed this time. But I'll find a way. They call me Mr. Prepper. So, da sind wir jetzt im Spiel und das eben, okay, ich wusste nicht, dass so kurz ist, aber naja. Und wir sind zurück an ihrem Wohnort, Bürger. Wegen dem Fluchtversuch haben wir ihr Fahrzeug konfisziert. Dies ist ein Standardprotokoll. Natürlich ist es ihnen auch verboten, ein neues Fahrzeug zu kaufen oder zu registrieren. Die Agentur drückt ihre Hoffnung aus, dass sie es nicht noch einmal versuchen werden, aus Murica will zu fliehen. Oh, natürlich habe ich es vor, mich wieder in diese wunderschöne Stadt zu verlieben. Das ist eine lobenswerte Einstellung, Bürger. Von nun an sind sie auch auf Bewährung. Ich werde regelmäßig für eine kleine Inspektion vorbeikommen und nach staatsgefährdenden Aktivitäten und Gegenständen Ausschau halten. Dies ist ein Standardprotokoll. Ich bin mir sicher, dass Sie Folge leisten und meine Besuche nur eine Formalität sein werden. Gott schützt den Präsident. Möge Gott ihn schützen. So. Wie schon gesagt, das Tutorial habe ich zwar schon gespielt, aber. Naja, man kann es ja trotzdem nochmal spielen. So. Ja, ich kann mit linker Maustaste bewegen. Mit Doppeltap kann ich ihn auch rollen lassen. Lassen wir mal hier hinten rein. Genau. So, ein Nickerchen. Ich denke, ich werde das probieren, so schnell wie möglich zu erledigen, das Tutorial. Und ja. Aber das, was ich bisher gesehen habe, gefiel mir ganz gut. Dementsprechend, wie schon gesagt, ich weiß auch schon die Steuerung. Von daher, ich würde sagen, ja, wir essen erstmal ein Süppchen. Rechtsklick und essen, genau. Das ist deine Vorbereitung. Halte deine Vorbereitung hoch. Er ist dein wichtigster Wert. Wenn er auf Null fällt, wirst du in Ohnmacht fallen. Bleibe satt und ausgeruht, um ihn hochzuhalten. Preparedness. So, jetzt sollen wir da auf den Plan schauen. Lesen. Ziel Nummer 1, überleben. Ziel Nummer 2, flüchten. So, baue den ersten Raum von meinem Bunker. Dazu wählen wir genau das hier aus und gehen mal auf Bauen. So, jetzt wird der Bunker schön gebaut. Ah, wie schon gesagt, ich mag das Spiel. So. Dann nehmen.
Jetzt brauchen wir ein bisschen. Zumindest jetzt sollen wir herstellen. Sagen wir es so. Ein Werkbank. Der beste Freund eines Preppers. Herstellen, zerlegen und Arbeitsmagie. Aber es wäre besser, wenn sie vor dem Agenten versteckt bleibt. Genau. Falls ihr das Spiel nicht kennt. Ihr werdet es noch kennenlernen. Spätestens, wenn ihr meine Folge schaut. Und ja, ich hole jetzt erstmal hier. Oder ich kaufe jetzt erstmal Metall. Handeln. So, Zeit zu handeln. Mache eine Bestellung und holen sie in 2 Stunden ab. So sollte das klappen. Genau, dann gehen wir hier zu Sergei und kaufen ein wenig Metall. 8 brauchen wir, genau. Handeln. Und jetzt gehen wir hier raus und das kommt. Hier ist jetzt ein Timer. Und ja. Das ist dein Vertrauensniveau mit deinen Nachbarn. Okay, das sieht man jetzt nicht. Jedes Mal, wenn du dein Vertrauen erhältst du Zugang zu mehr und besseren Angeboten. Durch Weiterempfehlungen deiner Nachbarn kannst du auch weitere Händler freischalten. Genau, und hier dürfte jetzt theoretisch Timer runtergehen. So, nutzen wir mal das Schild und gehen in den Wald und holen schon mal ein wenig Holz. Ich weiß noch nicht ganz, ob das mit Lautstärke stimmt, aber ich... Es dürfte so ungefähr stimmen. Ah, interessant. Dafür braucht man einen Hebel. Ich weiß auch schon, wo der Hebel ist. Gibt es hier hinten noch Zeug? Ja, genau. So. Dann nehmen wir das. Dann hier das noch mitnehmen. Werden wir gleich nicht noch brauchen. Na komm. Man kann auch extrem langsam laufen. So, dann nehmen wir auch nochmal Bären und jetzt gehen wir zurück. Benutzen. Genau zu Mr. Preppers. Genau zu sein, das Zuhause. Guten Morgen, wir haben einen neuen Briefmarkenserie aufregend, nicht wahr? Es ist. Ja, du hast es erraten. Okay. Ich kann es nicht mehr lesen, leider. Und hier haben wir unser Metall, genau. Sprich, wir gehen erstmal rein. Hier zur Werkbank. Herstellen. Zerlegen. Und nochmal zerlegen. Vor allem, als ob das nicht auffällt. Aber, naja, ist das Spiel. So, verbessere deinen Werkgang. Hier, herstellen. Und verbessern. Gibt es da einen visuellen Unterschied? Ja, jetzt ist er aus Metall. Ah, gefällt mir. So, da brauchen wir noch eine Leiter. Da haben wir jetzt auch eine Leiter. Und die Leiter sollen wir mit Shrek und Drop platzieren. Wir setzen sie jetzt mal ganz hier an den Rand. So, jetzt brauchen wir ein Glas. Dann... Mit Alt und Maus. Okay. Dann hier herstellen, genauer zerlegen. Und dann sollen wir hier eine Wärmelampe herstellen. Und theoretisch können wir auch schon mal 5 Beete bauen. Aber das machen wir, wie das Tutorial meint, dass wir es machen sollen. Die Höhe. Ich denke, da wird es uns nicht stören. Genau. Darf ich leider noch nicht machen. Schlafen. Du musst vor 3 Uhr schlafen gehen.
Gut, das ist jetzt nicht das Problem. Und zweiter Tag. Da kommt der Agent. Ach, mein Stuhl quietscht ja eklig. So, und jetzt müssen wir uns ganz schnell beeilen. So, jetzt schnell runter. Das zudecken. Und hier, das nehmen wir einfach mit ins Inventar. Dann sollten wir alles haben. Genau, jetzt kommt er hier rein. So. Jetzt guckt er sich alles an. Und wir haben einen Brief. Okay. Zu viel alle Fasswasser, was? Naja, egal. Fehlende wichtige Gegenstände. Keine verdächtigen Gegenstände. Zwei Fässer zu viel. Okay. Sprich, ich werde hier erstmal. Zwei nehmen. Ah, jetzt. Nehmen. Okay, dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Okay. Wir machen das gleich. Und machen erstmal hier. Platzieren erstmal hier Werkbank. Hier haben wir das Journal. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wir wollen hier nicht die Werkbank platzieren, genau hier. So, die soll hier hin platziert werden. Was macht er? Kannst du. Ah, er kommt dort nicht hin. Weil da noch zugedeckt ist, genau. Unter den Werkbank platzieren. Hier hin. Und dann haben wir ja da auch schon den Werkbank. Hier, das tun wir einfach mal so seitlich hin. Vielleicht sollte ich noch was kochen. Ja, okay. Warum hast du dann so langsam? Hier, kochen. Einfach ein paar. Ja, aber da essen. Komm, mach das Essen üppig. Und ja. Dafür habe ich schon mal Blaubeeren gesammelt. Leider sind es nicht so viele wie beim letzten Mal, aber. Schon mal Blaubeer-Smoothie. Und okay, ja. Alles ist an seinem Platz. Zeit für meinen ultimativen Plan. Genau, hier im Journal. Okay, zweimal. Ich soll jetzt zweimal die Seilbahn reparieren. Und ich soll noch hier oben auf den Plan gucken. Umdrehen, genau. Da lesen. Und ich soll ein paar Pflanzen in meinem Bunker anbauen. Dazu brauche ich Beete. Ja, ich weiß. Samen können auch im Handel gekauft werden oder gefunden hier im Haus. Gut, hier ist Geld drin. Könnten wir auch noch brauchen. Nehme ich einfach mal mit. Dann vielleicht ist hier drin was. Köder. Normaler Köder für Fallen. Und hier ist nichts. Dann gucken wir mal hier überall rein. Okay, Samen. Ja gut, das können wir nur inspizieren. Wir können Wasser abholen, dann da oben nochmal öffnen. Und hier sind auch nochmal Samen. Genau. Hier öffnen können wir nichts mehr. Ich kann das noch öffnen.
Okay, da ist auch nichts drin. Und hier auch nicht. Das heißt, 5 Beete, dazu müssen wir hier runter. Und können gucken, dass wir hier 5 Beete herstellen. Die Frage ist, wo platzieren wir die? Ja, jetzt dauert's. Herstellen ein wenig. So. Hier. Fortsetzen. Genau. Und jetzt können wir gucken, dass wir hier die Beete platzieren. Okay, das passt nicht wegen der Werkbank. Habe ich mir aber schon gedacht. Das heißt, also wir kommen hier recht tief. Ich würde sagen, wir bauen erstmal nach rechts aus. Einmal so. Okay, das ist ein bisschen zu groß. Also nochmal bauen. Journal zu. Hier einmal ausweiten. Oder? Ich glaube, ich teile es nochmal ein bisschen ein. So. Einmal hier einfach so einen großen Raum und gut ist. Das dauert schon extrem lang. So. Wir lassen sich nochmal kurz aussuchen. Und gehen dann, zumindest wir gucken hier nochmal schnell, handeln einmal. Nehmen wir einen Brief. Den lesen wir erstmal. Lieber Nachbar, mögen Sie allgemein Blumen, Kräuter und Pflanzen, haben Sie Probleme, Freunde in der Stadt zu finden? Haben Sie genug vom städtischen Leben und den traurigen Männern in Amtszügen, die Ihr Haus durchsuchen? Mögen Sie Natur, wenn all das auf Sie zutrifft? Und ich bin mir sicher, das tut es. Dann kommen Sie bitte am Tag in den Wald. Sie werden sicherlich jemand freundlich treffen, die lokale Kräutersammlerin. Okay. So. Ich würde sagen, wir haben. Was können wir hier machen? Okay, wir können hier Regale und so kaufen. Interessant. Und hier können wir, wie schon gesagt wurde, essen. Wow. Was ist das? Ein Energy Riegel. Wir wollten aber hier bei Sergei gucken. Weil leider können wir hier kein Metall kaufen und dafür brauchen wir aber hier Boxen. Die können wir dann gleich einfach scrappen. Und dann, wir brauchen nicht hier noch einen Leiter. Und ich würde sagen, wir machen ein Nickerchen. So. Und ich würde sagen, sicherheitshalber decken wir das zu. Und das drehen wir auch um. Ich glaube nicht, dass morgen. Ich glaube, morgen kommt der Agent nicht. Ich meine, sicher. Ja, genau. Hier am 8. kommt er erst wieder. Von daher haben wir da noch ein bisschen Zeit. Aber ich würde sagen, das war es gleich mit der ersten Folge. Ich möchte die nämlich gleich noch im Anschluss hochladen, damit ich hier das Ganze schön aktuell habe, damit ihr schön ein aktuelles Video habt, weil ich glaube, das ist nicht vor allzu langer Zeit rausgekommen. Und ja, wie schon gesagt, damit es dann halt aktuell ist, war es das gleich auch schon mit der Folge. Ja komm, eine Gemüsesuche kannst du mal machen. Ja, essen wir es mal. So, es gab jetzt leider nicht so viel. Aber egal. Wir können. So, hier zu. Dann tun wir hier noch das wieder zurück. Ja, genau, mit Schiff können wir schnell machen.
Und jetzt können wir mal gucken, ob wir es nehmen können. Genau. Und ich würde sagen, das machen wir einfach per Track and Drop. Wie funktioniert ihm? Hier unten hin. Dann haben wir hier unten schon unsere Kanister. Und der schöpft keinen Verdacht, dass wir hier bald weg wollen. Wobei, kann ich das nicht. Ach, schade. Wäre ja zu schön. So. Da haben wir da schon mal Öl und Benzin. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erst einmal in den Wald. Hier ist unser, genau, das ist angekommen. Oder wir gehen noch nicht im Wald, sondern gucken erstmal, dass wir hier das fertig bauen. Dass wir das dann fertig haben und gleich anbauen können. So, genau. Dann brauchen wir noch zweimal Glas. Zwei Gläser. Oder hier, komm. Zwei Teller. Genau, dann hier runter. Herstellen. Zweimal zerlegen. Dann haben wir gleich zwei Gläser, weil mit einem wird es recht dunkel. Und hier haben wir drei Metall. Für den Leiter. Weil hier können wir auch schon mal zwei herstellen. Dauert ja nicht so lang. Und dann hier noch einen Leiter. So. Dann hier. Ne, falsch. Hier. Die Leiter platzieren. Machen wir es am besten hier. Ne, komm, einmal hier. So. Und dann brauchen wir hier unten Lampen. Einmal hier. Ah, ich hätte erst vorhin platzieren können, aber egal. Ja, ich glaube, es ist schwer zu sagen. Ah, nee. Das ist eigentlich eins höher. Müssen wir das hier nochmal nehmen. So. Und hier kann man die Farbe ändern. Interessant. Zu rot. Blau sieht an sich ganz cool aus, aber irgendwie auch so ein bisschen creepy. Und jetzt können wir hier Beete platzieren. So. Eins. Zwei. Und 5. So. Dann Inventar schließen. Und jetzt brauchen wir. Warte mal, habe ich nicht die Samen noch im Inventar? Oh, habe ich noch sogar im Inventar. Das heißt, hier. Pflanzen. Was nehmen wir? Ich würde sagen, erst einmal Salat, genau, Pflanzen, dann hier, Salat, hier machen wir Karotten, hier auch nochmal, was macht Schnellpflanzen eigentlich? Keine Ahnung. Pflanzen brauchen Wasser und Licht, um zu wachsen. Du kannst Wasser aus dem Waschbecken nehmen. Halte deine Farben gut beleuchtet, mehr Licht, schnelleres Wachstum. Gut. Das heißt, wir nehmen das einmal. Gucken, dass wir das hier am besten. So hinplatzieren. Dann nehmen wir auch noch das.
Genau. Dann bewässern. So. Jetzt das Ganze bewässert. Ich würde sagen, gehen hier noch einmal hoch. Ah, will ein Nickerchen. Okay. Dann machen wir ein Nickerchen. Sichere Menge 1. Komm, komm. Leg dich einfach schlafen. Und dritter Tag vorbei. Gleich kommt Überraschungsbesuch. Das wär's. Bauen und Kochen erhöht deine Vorbereitung. Ja, so soll es ja auch sein. Ja, kochen wir halt auch erstmal direkt. Oder nee, wir kochen nicht. Wir essen so ein Süppchen. Gutes. Wir brauchen dann aber hier noch ein paar Schüsseln. Und so. Dann hier noch ein paar Gläser nehmen. Die Boxen hätte ich auch scrappen können. Naja, egal. So. Scrappen wir hier erst nochmal die Becher und so. Und dann noch hier einmal die Schüssel. Genau. Oh, es regnet. Interessant. Da hinten scheint ein großer Traktor anzukommen. Aber ich verschwende jetzt nicht Zeit damit zu gucken. Und da war Traktor. Ich habe nichts gesagt. Herstellen, genau. Wir wollten nämlich jetzt hier die Wandlampen machen. Nummer 4. Dass wir hier unten alles schön beleuchtet haben. Und dann müssen wir gleich mal in den Wald. So, Inventar. So. Da platzieren wir hier noch eine Lampe hin. Dann wächst das Ganze auch schon schön. So, einmal. Interessant. Das wusste ich auch noch nicht. Ich würde sagen, wir nehmen das alles. Zumindest was heißt alles. Wir nehmen das. Und das. Dann gucken wir, dass hier genau mittig drüber platziert wird. So, einmal. Und dann hier noch einmal. Dann sieht das Ganze doch schon gut aus. Ah, ich brauche Wasser, so. Dann gehen wir hier halt wieder hin, abholen. Jetzt haben wir wieder 5 Wasser und bewässern. So. Nahrungsquelle gesichert. Ich soll wieder auf meinen Plan schauen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Es wird jetzt schon wieder fast 10 Minuten länger, als ich geplant hatte.
Aber naja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr das Spiel mögt und auch weitere Folgen sehen wollt, will ich mich natürlich über ein Like freuen. Und wenn ihr mich dann noch weiterhin unterstützen wollt und auch mitbekommen wollt, wann neue Folgen von beispielsweise Mr. Prepper oder Surviving Mars kommen, dann könnt ihr mich ganz einfach abonnieren, ist natürlich kostenlos. Und die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer mit, wann ich Videos hochlade. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Mr. Prepper wieder. Und ja, ciao.